Ah, war die Aufnahmedatei schon wieder ganz schön lang, 15 Minuten. Momentan sind generell meine Dateien immer relativ groß, auch von der Datenmenge. Wenn ich nehme, muss ich da ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich muss heute noch ein bisschen Video bearbeiten. Weil wenn ich das jetzt hier alles aufnehme, ich habe vorher noch den Timolia-Rückblick da eigentlich aufgenommen. Könnte sein, dass ich den zum 5-jährigen Jubiläum von Timolia City Build ausschalten bringe. Mal schauen. Aber jetzt erstmal nochmal zu Hut Staphylus Numerus Virus. Was haben wir hier? Hier ist mein automatisches Ofenfeuersystem. Schaut jetzt nicht so besonders aus, gell? Ist es auch nicht hier vorne zumindest. Ihr seht, ich habe von jedem Ofen einfach zwei genommen. Wenn ich jetzt schnell irgendwie Essen noch braten möchte, nur ein bisschen was oder irgendwas Besonderes, dann kann ich das hier machen. Und ich muss sagen, haben wir das schon wieder leiser gemacht? Ja. Wir machen den mal hier aus, weil das ist ja furchtbar nervig. Was haben wir hier gemacht? Wir haben hier quasi Öfen, wo wir einfach was schnell schmelzen können. Wir haben hier Lava-Eimer, um natürlich das hier wieder aufzufüllen. Dieser Lava-Eimer-Kiste hat noch eine Lampe, quasi falls es aus ist, also falls zu wenig drin ist, dann geht das die Lampe hier an und dann weiß ich, oh, okay, wir haben keine Lava-Eimer mehr. Denn diese Lava-Eimer werden nicht nur hier verbrannt, sondern auch für diesen Bereich hier. Jetzt fragt ihr, hä, das ist doch leer. Ja, das ist richtig. Was kann ich denn damit machen? Eigentlich relativ simpel. Wir nehmen jetzt hier mal ein paar Stacks Sand. Gehen in diese Kiste hier rüber. Habe ich überhaupt Zugang dazu, euch das zeigen zu können? Nicht wirklich. Wo könnte ich mich durchbauen? Nirgends. So. Das hier ist die Kiste, die wir von draußen sehen. Ich packe das Zeug hier rein und ihr seht schon, das Minecart fährt los. Da sind noch 13 B vom letzten Mal drin, ist aber überhaupt kein Problem. Denn dieses Minecart ist ein intelligentes Minecart. Ein Minecart mit Hopper. Und zwar, es befüllt sich immer mindestens um so viel Sand, dass es ausreicht, die Öfen, die unter uns sind, jetzt hier gerade, 8 Stück müssten das sein, immer genau so genug zu befüllen, dass es ausreicht. Ihr seht, hier sind überall jetzt aktuell Fleisch drin, aber hier oben ist dann schon wieder 8, weil hier natürlich noch ein zweites Stück Fleisch drin ist. Hier ist ein Stück Fleisch, deswegen haben wir hier ein bisschen weniger Sand. Aber das geht sich quasi genauso aus, das ist genauso programmiert, dass es sich immer hier so viel auflädt, bis es quasi reicht. Wir können hier mal den Rest wieder rausnehmen, weil das wären wir sonst nicht fertig. Nebenbei haben wir hier drüben eben die Lava. Und der wiederum fährt hier extra. Das ist ein Minecart voll mit Lava-Eimer. Und wir haben hier unten, oder besser gesagt an der Seite, wir befeuern ja wie gesagt alles mit Lava, weil wir eben unendlich davon haben. Und das ist natürlich dann schon praktisch. Jetzt schauen wir mal, ob wir das mitkriegen. Genau, jetzt ist es nämlich gleich aus. So, jetzt, ihr seht, 20 Stück sind noch drin. Das ist ihm jetzt quasi zu wenig. Es würde noch gehen, aber es ist natürlich jetzt nicht so einfach zu programmieren, dass das perfekt ausgeht. Aber jetzt sind quasi 20 Items drin. Es würde reichen, du würdest quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 16 Items würdest du verlieren. Durch einmal vor und einmal zurückfahren, würden 4 übrig bleiben. Aber er braucht einfach so ein bisschen Puffer. Und deswegen hört er dann automatisch auf zu fahren. Und es ist aber in allen gleich viel drin. Normalerweise. 17, 18, 17, 16, 17, 17. Könnte sein, dass das vom Fleisch ein bisschen durcheinander ist. Aber es ist plus minus ziemlich genau verteilt. Nervt mich nicht. genau, und somit haben wir hier quasi einen 8er automatischen Ofenarray. Komplett autark befeuert mit Lava. Autark nicht ganz. Wir müssen nämlich natürlich die Lava einmal nachfüllen. Aber ihr wisst ja selber, die Lava einmal halten relativ lang. Natürlich immer nur für einmal schmelzen. Wenn ich ihn einmal anschmeiße, dann wird natürlich die Lava so lange verwendet, bis die Lavaquelle aus ist. Ja? Wenn ich natürlich jetzt bloß ein Stack schmelze, ist es natürlich nicht so effektiv, weil natürlich dann 8 Eimer Lava verbraucht werden, für ein Stack zu schmelzen. Ihr wisst aber, glaube ich, was ich meine. Im Sinne von autark, dass wir halt Lava einfach selber produzieren können und nicht Kohle selber farmen müssen. Denn, wenn jetzt eben so Lava leer ist, schmeißen wir mal hier den Sand. Ups. Na, komm. Schmeißen wir den Scheiß mal hier da rein. Wenn ihm jetzt eben die Lava leer ist, beziehungsweise ich jetzt einfach Bock drauf habe, dann kann ich hierher gehen. Hab hier eine Kiste.
kann mich hier in dieses Minecart setzen und kann dann hier in diesen Raum fahren. Und dieser Raum ist quasi eine automatische Lava-Quelle, ja. Ihr seht, da oben sind lauter Dripstones. Hier ist es auch richtig hell. Das ist für mich ein Zeichen, hier ist überall Lava drin. Und jetzt kann ich einfach hergehen, kann mich hier einmal so links und rechts fahren lassen. Dann habe ich einen Haufen Lava einmal drin. Das gleiche kann ich oben auch nochmal machen. Und dann kann ich die einmal einfach hier rausschmeißen. Die landen dann automatisch alle hier in dem Wasser und werden automatisch natürlich wieder drüben in die Kiste eingefüllt. Und ich mit meinem automatisch machen, ist es echt furchtbar. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja gut, woher bist du fertig, aber wie willst du jetzt hier rauskommen? Das ist manchmal ein bisschen tricky, du musst rechtzeitig diesen Holzknopf drücken und dann wirst du durch ein paar Links-Rechts-Zick-Zack-Bewegungen hier quasi wieder, ich glaube, da komme ich gar nicht so wirklich hin, ne, wirst du quasi wieder in deinen Startbereich gebracht und die Eimer mit Lava landen logischerweise wieder hier drin. Richtig, richtig cool, wie ich finde. Und somit kann das System vollkommen automatisch laufen. Solange der Ofen an ist, seht ihr, waren gerade eben auch noch hier die Lampen an. Das heißt, das ist die Zeichen dafür, dass der Ofen noch lief. Jetzt ist er aus, das heißt, der Schmelzvorgang ist abgeschlossen. Die restlichen Items landen noch hier drüben irgendwo drin. Ihr seht, 48 war gerade eben 47. Das heißt, das Glas kommt jetzt dazu. Und von dem her richtig nice, wie ich finde. Ja, was haben wir hier sonst noch? Wir haben natürlich noch ein, zwei andere Farmen. Ihr habt es gesehen, leider noch keinen richtig guten Eingang gebaut dafür. Eine bisschen größere Getreidefarm. Eine bisschen größere. Eine Getreidefarm, die ich zu groß gebaut habe. Denn ihr seht, hier wächst nichts. Wächst nichts? Wächst nichts, ja. Hier wächst nichts. Und zwar ist das Problem, die Beleuchtung ist zu weit weg. Ich habe hier oben schon ein bisschen gemogelt. Einfach immer mehr hingesetzt. Hier an den Seiten noch was hingesetzt, aber diese zwei Spots hier, da reicht es nicht mehr aus. Ich müsste die Lampen eins tiefer setzen, wollte ich nicht. Ich wollte ja ursprünglich hier einen kompletten schönen Raum dekorieren und Wände und Decken und so weiter alles noch machen. Kamen wir, wie gesagt, nie dazu. Aber es ist auf jeden Fall ganz nice geworden. Ach, hier oben ist auch noch ein Spot. Und für viel Getreide, wenn ich eben brauche, um eben riesige Kühe zu breeden, war das immer richtig nice. Du hast hier quasi einen automatischen Samenrückstau Boah, das hört sich gerade falsch an. also die Seeds haben sich halt automatisch selbst aussortiert. Also sie sind halt im Endeffekt hier immer entlang geschwommen. Dann sind sie hier unten durch und wurden automatisch hier einsortiert. Also, was heißt einsortiert? Sie sind hier hinten quasi über diesen Kanal. Wo ist denn das? Hier nicht, sondern wo dann? Hier. Quasi das hier ist der Kanal, da sind die rausgekommen, sind hier in diesen Bubble Elevator geschossen gekommen. Da werde ich euch gleich nochmal zeigen, wo der herkommt, beziehungsweise was da sonst noch alles da mehr herkommt. Werden die hier reingeschossen und gehen dann oben in den Sorter rein. Besser gesagt in den Hauptkanal. Es ist eigentlich ein Hauptkanal. Und zwar ist es diese Hopperlein, die geht hier entlang, hier entlang, hier entlang. Das ist einmal auch die Hopperlein, wo dann quasi das Glas hinzuläuft, wo das Eisen von der Eisenfarm dazuläuft, wo dann alles eben in den Lagerplatz kommt. Zwischendrin hier ist eben ein Sorter eingebaut, der hier. Und dieser Sorter macht nichts anderes, als dass er Samen aussortiert und die dann gleich wieder zurückschickt. Und jetzt muss ich da irgendwie wieder hochkommen. Wie komme ich da wieder hoch? So. Da ist ein bisschen dunkel. Und dann habe ich quasi die Samen automatisch hier drin. Und das muss ich sagen, ist schon immer richtig nice. Weil dann musst du nicht erst wieder vor ins Lager laufen, sondern hast hier eben alles drin. Ich weiß nicht, ob ich dann ein Overflow-Ding noch eingebaut habe, aber im Prinzip, das kann sich auch ein bisschen zurückstauen. Ernten will ich das Ding jetzt nicht, weil das einfach nur verdammt viel Arbeit ist. Und es eigentlich so ganz cool ausschaut. Also lassen wir das so. Und es ist schon wieder Nacht. Gar keine Zeit zum Ernten. Gehen wir in mein Wunderbett. Das ist nämlich ein Bett, das ich in die Wand integriert habe, bei der du dann im Block spawnst. Aber es hat eine unendliche Wasserquelle rundherum. Braucht man unbedingt. Was ich ursprünglich auch mal machen wollte, ist die ganzen Lampen, die hier sind, die wollte ich alle ein- und ausschaltbar machen. Ich meine, spawnen konnte hier nichts, wegen dem Half-Slab. Ja, aber wegen beleuchtungsästhetischen Gründen. Ja, da wollte ich eigentlich hier unten so ein komplettes Netzwerk bauen. Ihr seht, die Lampen sind auch schon alle angeschlossen. Die hier sind angeschlossen. Gott, dass das immer so laut sein muss.
Furchtbar. Oder ist es nur bei mir so laut? Ich weiß es nicht. Könnte sein, dass es nur bei mir so laut ist. Wegen Billard, da muss ich die Lautstärke mal relativ laut machen, weil die Kommentatoren immer sehr leise sind. Egal. Ihr seht, die sind alle angeschlossen. Die Lampen hier haben alle schon Vorbereitung hier mit Redstone Torch, hier Redstone Torch. Also man hätte es hier unten nur noch verlegen müssen. Und dann hätte ich quasi ganz gern ein Leave and Coming Home Funktion sozusagen eingebaut. Mit diesen Skulk-Sensoren. Sprich, Iso hat da letztens mal ein relativ cooles Video gemacht. Sprich, du gehst rein, dann erkennt dich der Skulk-Sensor und weiß, aha, du bist drin. Und dementsprechend gehen die Lampen an. Und die bleiben so lange an, bis du, zack, wieder rausgehst, weil er das halt auch erkennt. Und das, glaube ich, wäre eigentlich ganz nice gewesen, wenn man das eben so einbauen könnte oder hätte können. Ja, kam es nie dazu. Jetzt, glaube ich, brauche ich dann aber nochmal was zu trinken, weil mein Mund ist jetzt wieder ganz schön trocken, Leute. Bis gleich. Ah, gleich viel besser. Jetzt war nur 0,33er. Vielleicht ein Hels, aber es ist ein Hels. Ein Hels ist halt ein Hels. Leute, was ist als nächstes geplant? Euch erstmal zu zeigen, was wir hier noch haben. Nämlich etwas Wichtiges. Wo oder wie kam ich da gleich nochmal hin? Im Ernst. Habe ich das hier zugebaut? Hier war es nicht. Hier auch nicht. Hier war es auch nicht. Wie bin ich da hingekommen? I don't know. Vielleicht habe ich den Zugang auch irgendwann mal zugebaut. Da oben ist eigentlich ein Platz. Egal. Wir können auf jeden Fall hier mal runterspringen. Okay, das hat jetzt natürlich... das hat jetzt natürlich ein bisschen verraten, was das hier ist. Ob das eine Slimefarm ist? Sollen wir mal nachschauen? Oh, etwas, was aussah wie eine Slimefarm, ist eine Slimefarm. Scheiße. Ja, das hier ist meine Slimefarm in meinem Haus. Natürlich mit Slime Chunk Finder ist es heutzutage alles überhaupt kein Problem mehr. Du gibst den Seed ein, suchst ein bisschen nach den Koordinaten, wo du halt wohnst, und schon hast du deinen eigenen Slime Chunk. Ist nur ein Single Slime Chunk. F3 und G können wir mal ganz kurz anmachen. Ihr seht, genau so ist der Slime Chunk. Rundrum natürlich noch ausgehoben, damit sie überall runterfahren kann. Nicht zwingend notwendig. Man hätte die Seiten hier auch lassen können. Aber ich finde es eigentlich, erstens war relativ entspannt zu bauen, und ja. Was nicht so effektiv ist, ist, dass ich die Eisengolem so weit zurückgesetzt habe. Das hätte man ein bisschen anders bauen können, aber es funktioniert ja trotzdem. Also die Slimes kommen alle immer schön runter, landen eben dann irgendwann hier in dem Wasser, werden einmal rundherum getrieben und dann sind sie hier auf den Magma-Blöcken. Und was passiert, wenn man nicht drauf sneakt? Man stirbt. Genau, dann haben wir hier vorne eben zwei Hopper, nichts Dramatisches. Und ja, die sammeln die Slimebälle ein, werden dann hier eben über diese Hopperline zu einem zentralen Ort gebracht. Auch hier haben wir wieder das Problem gehabt, dass wir Mobheads und so weiter haben, die teilweise eben nicht platzierbar sind, nicht stackbar sind und so weiter. Deswegen werden die hier gleich aussortiert, landen dann eben hier in diesem Incinerator drin. Da quasi ist Lava drin. Habt ihr es gehört? Der Stein ist quasi direkt verbrannt und die Slimebälle, die landen quasi unten, werden dann nach hier hinten getragen und landen dann hier in dem Dropper. Und dieser Dropper, das ist quasi dieser Elevator, den ich euch vorher angesprochen habe, der quasi hier entlang läuft, wo auch eben die Getreide und Dingsbums drin landen. Also das hier landet dann hier drin und wird dann alles eben automatisch sortiert. Schauen wir mal, ob wir hier wieder rauskommen. Ja, das hat geklappt. Slimes. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die habe. Ja, hier. Also ihr seht auch, die Slimeform funktioniert recht gut. Wenn man sie anschaut, schon 9, 10, 12 Stacks Slimeblöcke. Und das nur hier auf Lager. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei der Redstone... Nee, hat es gar nicht geschafft, aber hier vielleicht. Auch nicht. Keine Slimeblöcke in der Redstone-Kiste. Erbärmlich.
Das ist wirklich erbärmlich. Und Redstone-Blöcke sind fast aus. Obwohl ich nie mehr auf der Welt spiele. Das muss ich jetzt auffüllen. Das geht gar nicht. Und es wird schon wieder Nacht, Leute. Das ist unglaublich. Die Zeit vergeht wie im Flug. Und dabei sind wir noch nicht mal wirklich viel geflogen. Wisst ihr, was ich übrigens richtig cool finde? Schaut euch mal die Minimap an. Aber das geht leider nur jetzt rechts oben. Ich finde, das schaut aus wie so ein... Ja, entweder wie ein Sperma oder wie ein Hai. Quasi das hier vorne ist der Haikopf. Hier, rar. Also, seht ihr, was ich meine? Der Boden und so weiter. Schaut aus wie so ein Hai. Egal. Hier geht's ins... Nicht End, sondern in den Nether. So rum. Der Nether. Ja, der Nether. Da haben wir auch sehr, sehr viel gemacht, weil das einfach unser Hub war. Und deswegen wollte ich hier so eine Art Übergang machen. Hat nicht so wirklich geil funktioniert. War auch noch nicht fertig, muss ich dazu sagen. Aber ich fand es eigentlich immer ganz cool, quasi hier in dieses Portal so übergreifend, übergehend einzugehen. Whatever das heißt. Schauen wir mal rein. Und dann kommen wir hier, wer hätte es gedacht, auf dem Dach raus vom Nether. Weil es einfach 10-mal effektiver ist, sich daran zu bewegen. Ihr seht auch, hier sind wir ziemlich viel rumgekommen. Mit dieser Map natürlich immer richtig entspannt, die Festungen zu finden. Du siehst gleich, okay, da ist eine Festung, da ist eine gute Festung, da ist eine Festung, Vertrauen, hier ist eine gute Festung. Hier ist so eine Bastion, irgendwas Gedöns. Also das ist immer ganz nice, eben mit diesen Maps. Kann man als Cheaten bezeichnen. Wir haben sie alle gehabt, also hat jeder den gleichen Vorteil, Nachteil, wie auch immer. Ja. So viel dazu. Ja, was hat sie hier im Nether getan? Hier ist eben unser Netzwerk gewesen zwischen Daniel und mir, sage ich mal. Hauptsächlich, wie gesagt, wir waren die einzigen. Hier ist mein Portal gewesen. Hier ist der Daniel sein Portal. Also, es ist krass, gell, wie wenig weit es eigentlich auseinander ist. Ihr seht gerade eben, wo wir waren. Wir waren ja bei uns drin. Jetzt kannst du hier reingehen und dann kommen wir beim Daniel hier im Keller wieder raus. Einfach wieder absolut cool.